Hallo, mein Name ist Florian Willinger. Ich bin Produktberater bei der Firma APV. Ich stelle Ihnen heute unsere Produkte vor, mit denen Sie Mikrogranulate ausbringen können. Es gibt Varianten mit Gebläse und Varianten ohne Gebläse, je nachdem, was Sie damit ausbringen möchten. Das pneumatische Sägerät Düngeredition wurde genau für die Anwendung entwickelt, um gleichzeitig Säen und Mikrogranulate ausbringen zu können. Das Streugut gelangt über die Schläuche in den Boden, wo es durch Arbeitswerkzeuge in den Boden eingearbeitet wird. Das Sägerät kann auf vielen verschiedenen Varianten von Sämaschinen, Bodenbearbeitungsgeräten oder vielen anderen Geräten montiert werden. Das Sägerät wird über das Steuermodul gesteuert und kann mit Geschwindigkeits- und Hubwerkssensoren kombiniert werden. Auch die Bedienung mit Isobus ist möglich. Die genaue Dosierung des Granulats erfolgt über die Sägewelle. Serienmäßig bekommen Sie zwei Sägewellen, wobei für Granulate die feinblinde und die extra feinvolle am besten geeignet sind. Für die Wahl der richtigen Sägewelle sollten Sie folgende Parameter wissen: die Ausbringmenge pro Hektar, die Arbeitsbreite, die Fahrgeschwindigkeit und welches Streugut Sie ausbringen möchten. Danach, wenn Sie diese Parameter wissen, schauen Sie kurz in die Betriebsanleitung. Dort finden Sie alle Sägewellen mit den jeweiligen Sägetabellen dazu. Bevor Sie dann die richtige Sägewelle einsetzen, sollte der Behälter leer sein. Falls dieser nicht leer ist, können Sie über die Entleerfunktion am Steuermodul den Behälter entleeren. Danach erfolgt der Sägewellentausch. Der benötigte Sechskantschlüssel für den Sägewellentausch befindet sich am Sägerät. Das heißt, Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug dafür. Sie schrauben einfach die Abdeckung ab, demontieren den Rührwerksriemen, danach schrauben Sie den Lagerflansch herunter und abschließend ziehen Sie noch die nicht benötigte Sägewelle heraus. Und dann setzen Sie die neue Sägewelle wieder ein und in umgekehrter Reihenfolge wird das Ganze wieder zusammengesetzt. Und fertig sind Sie mit dem Sägewellentausch. Mit den bereits erwähnten Parametern Arbeitsbreite, Fahrgeschwindigkeit und Ausbringmenge könnten Sie sich jetzt die Kilogramm pro Minute errechnen. Das ist aber in diesem Fall nicht notwendig, weil es das Steuermodul für Sie erledigt. Mit der automatischen Abdrehprobefunktion errechnet das Steuermodul die richtige Sägewellendrehzahl, damit Sie Ihre gewünschte Ausbringmenge aufs Feld bringen. Die Abdrehprobe kann mit Kilogramm pro Hektar oder Körner pro Quadratmeter erfolgen, wobei Körner pro Quadratmeter eher für Saatgüter verwendet wird. Mit dem Abdrehtaster starten Sie die Abdrehprobe direkt vom Sägerät aus. Wenn die Abdrehprobe abgeschlossen ist, erscheint der errechnete Wert am Steuermodul. Sie müssen nur noch die abgedrehte Menge gegenwiegen und ins Steuermodul eingeben. Somit weiß das Steuermodul die benötigte Sägewellendrehzahl. Somit ist die Abdrehprobe abgeschlossen, kontrollieren Sie nur noch die Gebläseeinstellungen und los geht's. Für das elektrische Gebläse sind keine Einstellungen notwendig. Falls Sie sich für ein hydraulisches Gebläse entschieden haben, stimmen Sie die Drehzahl mit der Ausbringmenge und mit der Arbeitsbreite ab. Hier hilft Ihnen eine Tabelle in der Betriebsanleitung. Für kleinere Arbeitsbreiten empfehlen wir das elektrische Gebläse, für größere Arbeitsbreiten das hydraulische Gebläse. Falls Sie eine Anwendung in die Saatfurche haben, empfehlen wir den Luftabscheider. Der Luftabscheider gewährleistet, dass das Saatgut in der Saatfurche bleibt, dort wo es sein soll. Eine Besonderheit ist das pneumatische Sägerät Twin. Mit dem Twin ist es möglich, zwei Produkte gleichzeitig auszubringen, wie zum Beispiel das biologische Fungizid Xylan mit einem Bodeninsektizid kombiniert, ohne diese beiden durchmischen zu müssen. Dies wird ermöglicht durch den geteilten Behälter und durch die ebenfalls geteilte, separat angetriebene Sägewelle. Das bereits erwähnte Xylan hat besondere Anwendungshinweise. Im Xylan sind Mikroorganismen formuliert. Mikroorganismen reagieren auf UV-Strahlung, Feuchtigkeit und auf Temperatur. Achten Sie deshalb besonders auf die richtige Lagerung und auf die zeitnahe Ausbringung nach der Befüllung. Alle Sä- und Streugeräte, mit denen Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, müssen eine Pflanzenschutzmittelprüfplakette haben. Diese erhalten Sie von uns ab Werk. Anschließend sollte diese alle 3 Jahre durch eine zertifizierte Prüfstelle inspiziert werden.
Der Wartungs- und Pflegeaufwand von unseren Produkten ist sehr überschaubar. Dennoch sollten Sie einige Punkte beachten. Zum Ersten sollte der Behälter komplett entleert werden. Das machen Sie mit dem Steuermodul über die Entleerfunktion. Danach demontieren Sie die Seewelle, um anschließend das komplette Gerät innen und außen mit Druckluft zu reinigen. Somit leistet das Gerät viele Jahre seinen Dienst. Nach der Frühjahrssaison können Sie natürlich das pneumatische Sägerät für den Zwischenfruchtanbau nach der Ernte verwenden. Somit haben Sie ein Gerät mit vielen Anwendungen. Abschließend darf ich Ihnen noch viel Erfolg und beste Erträge für die kommende Saison wünschen. Falls Sie noch Fragen haben, besuchen Sie gerne die Websites von Gwidsta und APV.